Hi, herzlich willkommen zurück zu Rune Factory Oceans. Ich befinde mich in dem Wassergeistschrein. Und wir haben hier ein paar Monster zu killen. So. Die Windrute tut ihr Bestes. Was? Du hast den Stabmagie-Sturzangriff gelernt. Na, die normalen Angriffe gefallen mir eigentlich schon recht gut. So, der wäre erledigt. Dann wollen wir mal das Tor hier kaputt machen, damit nicht Nachschub kommt. Also ich muss sagen, hier die Windmagie, der Stab, der gefällt mir schon ziemlich gut. Und ich trainiere natürlich auch ordentlich damit. Oh, meine Monster sind tot. So, aber dafür sind die anderen Monster auch erledigt. Ich habe ganz alleine die Viecher erledigt. So, dann ein paar Pommes frites, damit die Ruhmpunkte aufgefrischt werden. So, mal gucken. Wo sind wir denn? Ja, okay, geradezu ist eine Sackgasse, glaube ich. Und ich ignoriere das jetzt einfach mal und rush hier so ein bisschen durch die Gegend. So, mal gucken, was sagt die Karte. Also ich muss sagen, diese Teleportationsdinger scheinen echt genial zu sein. So, und schon bin ich in einem anderen Gebiet gelandet. Und was haben wir hier? Ich habe nicht gesehen, was es ist. Und hier ist wieder eine Plattform zum Teleportieren. So, was sagt die Karte? Wo bin ich jetzt wieder? Da, okay. Hier waren wir ja schon. Ich will jetzt nicht unnötig Runenpunkte verschwenden, außer wenn ich irgendwo in eine Sackgasse gerate, wo ich dann zaubern muss. Ich finde das übrigens sehr schön gemacht. Oh, ein Diamant, cool. Ich weiß nicht, braucht man sogar ein paar Stück davon? So, mal eben. Da ist ein Weg. Also hier und dann rechts. Dann biegen wir hier doch mal ab. Oh. Oh. Immer feste drauf. Spam ich mal die Vierecktaste. So, Moment, hier war noch ein Türchen. So viel Schaden machen die eigentlich nicht. Und die Windangriffe, die gehen ja recht viel rundrum, also kann mich nicht beklagen. So, und jetzt ist auch. So, was haben wir hier? Sack ich alles mal ein? Habe ich hier nicht auch was glitzern gesehen? Nein? Na gut, dann gehen wir mal weiter zu diesem Türchen, die. Vorher noch eine Portion Ruhmpunkte gefressen, also ein paar Pommes.
So, wir sind immer noch auf Wassergeistschrein 1F. Allerdings ist die Karte schon recht aufgedeckt, also allzu weit zur nächsten Ebene kann es nicht sein. Ach du Schande. Oh nein, bin ich vergiftet? Also Vergiftung ist schon ein bisschen Schiete. Wie sieht der von alleine an? So, habe ich jetzt alles? Sieht doch ganz nett aus. Okay, die Richtung muss ich. Das heißt, dort geht es. Augenblick. Ich habe doch bestimmt ein Gegengift dabei. So, dann nehme ich noch ein bisschen Erdbeermarmelade und davon. Ah, ja, ich sollte vielleicht so ein anderes Ding nehmen. Hier ist so eins. Ja, das ist super. Jetzt können wir weiter kämpfen. So. Ach, hey, immer noch nicht fertig, die Karte. Aber da geht's nach oben. Nach F2. Das heißt, wir müssen dann im nächsten Dings nicht... Oh, WTF. Meine Viecher wieder da? Wie geht das denn? So, und euch mache ich auch kalt. So. Ich laufe hier einfach mal schon weiter. Was sagt die Karte? Sehr umfangreich. Hier ist auch keine Sackgasse. Dann Qualitätskleidung nehme ich mal mit. Das hier ist ein... Ah, das ist ein Hebel. Okay. Damit kann ich dort weiter. Das ist super. Einfach immer Spam, 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 die Attacken, Spam, 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 bis sie gehen. So, haben wir alles erledigt hier. Sieht ganz danach aus. Hier noch eine Portion Pommes. Was? Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Ich hab doch... doch gerade eben erst kaputt gemacht. Lauter Wölfe hier. Nimm das und das und jenen und noch viel mehr. So, jetzt aber, wa? Jut. Das habe ich sogar beabsichtigt. So, dann war das ja hier irgendwie weitergeht. Ich mal meine Viecher ran. So, wo haben wir die Karte? Aha, jetzt sind wir dort gelandet. Nach da geht's scheinbar. Was haben wir hier so? Ah, eine Kiste. Mit Kürbiskopf.
Na gut, es ist spät. Ich werde nach Hause. So, und vor die Tür und steig auf Yui-chan. Und beam nach Hause. Geh ins Bett. Ja, ich bin auch irgendwie erst spät zu dem Tempel hin. Du hast dich erkältet. Och nee, nicht schon wieder. Gott sei Dank haben wir für solche Fälle... ETF. Ach, warte mal, gleich mal gucken. Nee, das ist schlechter. Diamanten müssen wir aufheben. Ich habe doch sonst immer Erkältungsmedizin dabei. Habe ich die etwa nicht? So. Das da rein, das da rein, das da rein. Den Diamanten, das. Das können wir irgendwem schenken oder verkaufen. Keine Ahnung. Ach ja, ich wollte ja... Erkältungsmedizin. Wo haben wir sie denn? Da. Dann nehmen wir die doch gleich mal. Und schon sind wir wieder fit. So, was machen wir sonst immer? Wir kümmern uns um die Tiere, gehen vielleicht ein bisschen ernten. Wir brauchen unbedingt noch mehr Geister. Da haben wir noch zwei Inseln, die wir versorgen müssen mit Geistern. Die sind noch nicht... Also ich glaube, die Winterinsel habe ich schon bei 50% oder so. Und die Sommerinsel irgendwas bei 30%. Gucken wir gleich nochmal. Ja, Winterinsel 57% und Sommerinsel 31%. Also da müssen wir noch was machen. So... Ich sehe so viel. So. Denn sehe ich, dass wieder Bäume reif sind. Bambussprossen. Mein Gott. Nehme ich doch gern. Wo ist denn mein ich glaube, ein Käfer oder Eichhörnchen? Eins von beiden muss hier irgendwo sein. Schön, hier wachsen auch so mal andere Sachen. Da, die, da. Ich laufe hier durch die Gegend und ich finde meinen Käfer nicht. Warte, mache ich dich schon? Ja, scheinbar habe ich dich schon. Wo ist denn mein Käfer? Versteckt er sich? Ah, da. Okay, der Käfer war dann auf der anderen Insel. Und das Eichhörnchen hier. Okay, okay, okay. So, dann noch hier mit dem Stab noch schnell ein bisschen was nachpflanzen. Dum-di-dum. Wir wollen hier nichts verkommen lassen. Alles Geld nutzen. So. Ich weiß gar nicht, ist das eigentlich schon der beste Stab, den es gibt? Also zumindest der beste, den ich bisher machen konnte. So. Und hier. Da sind noch ein paar Plätzchen frei. Dann könnte ich ja sicherlich auch mal
in die Erntebox gucken, dass ich da ein bisschen was zum Verkaufen mitnehme. So, hier. Was haben wir denn hier? 87 Paprika, Erdbeeren. Dann hätten wir 42 Kartoffeln. Kann ich mal wieder Bratkartoffeln machen? Riesenspinat! 8 Stück! Wow, die geben bestimmt viel Geld. So, Blümchen haben wir, die lassen wir mal da. Mohntropfen, Spielkraut, Gurke. Ja, die Gurken, die nehmen wir mal mit. Und das reicht. So, dann kannst du in Ruhe weiter ernten. Dann gehen wir hier nach nebenan. Hier haben wir schönes Wetter. Und hier wachsen auch schon alle möglichen Dinge. Wo sind denn alle? Hier muss man allerdings noch von Hand züchten. Tomaten. Keine Riesentomaten, aber ist egal. Hauptsache. Ah, da hinten sehe ich sie. Kartoffeln, Kartoffeln, noch mehr Kartoffeln. Oh, es ist immer noch reichlich warm bei mir. So, dann hier noch mein Zauberstab. Hex, Hex. Das ist ein recht ausgeglichener Part. Also so ein bisschen gekämpft, den Wassertempel weiter erkundet und ein bisschen was geerntet. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, dann gehe ich noch da hinten striegeln. Waren das alle? Habe ich hier nicht mehr? Den habe ich schon. So. Kann man hier noch was ernten? Ja, das sieht doch gut aus. Gibt sogar blaue Kräuter. Hier wächst Spinat und Blumen. Ja, die Blumen, die sind noch nicht ganz so weit. Also, die Felder hier, die sind mir noch ziemlich mickrig. So, da muss ich mal gucken, dass ich mir noch Öl kaufe oder so und dann noch mehr Pommes mache. Ihr habt ja gesehen, das gibt schön viele Ruhepunkte zurück. Das dürfte im Wassertempel ziemlich dringlich wichtig sein. Kochen kostet ja auch noch Energie, das heißt, das muss ich auch irgendwie noch organisieren. Ah, hier. Und hier ist auch noch eine Pflanzstelle. So, ich gucke auf die Uhr und sehe, wir haben schon wieder einen langen Part. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Bis dahin sage ich.